Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit unserem romulanischen Forscher und Wissenschaftler Jarik, der da gerade an der Tür festklebt. Ich habe ihm übrigens jetzt nochmal ein paar Kristalle besorgt, denn heute möchte er dieses Wurmlochportal erschaffen. Außerdem hat er einen weiteren Durchbruch erzielt und genau. Wir sind auf jeden Fall dran, was das betrifft. So, dann mach mal hinne. Erforsch mal die ganzen Sachen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir zusammen in die Arbeit kommen. Denn es ist schon zweimal passiert, dass er ohne uns in die Arbeit gegangen ist. So. Okay. Gut. Jetzt hoffentlich funktioniert das. Ach, heute ist Feiertag. Genau, ihr seht hier oben Winterfest, aber da werden wir uns dann später drum kümmern und ein bisschen das Haus schmücken. Schauen wir einfach mal. So. Okay, jetzt bitte in die Arbeit gehen. Nein, er macht schon wieder nicht. Er macht schon wieder nicht. Okay, dann hilft's nichts. Dann muss er ohne uns in die Arbeit gehen. Ach, verdammt. Oder ist es, weil heute Feiertag ist, dass es nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber er geht auf jeden Fall in die Arbeit. Und er arbeitet fleißig. Ach ja. Naja, was sollst du machen? Vielleicht zählt es ja Lilly. Du möchtest Meredith Roswell besser kennenlernen? Ja, ist eine gute Idee. So, wenn du wieder da bist, kannst du hier alles verkaufen. Ja, komisch. Liegt es am Feiertag, dass er heute nicht in die Arbeit gehen wollte? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, mach mal ein bisschen. Warte mal, kann man da eigentlich noch was anderes? Kontakte normal? Nee, man kann hier sonst nichts machen. Alles klar. Naja, gut. Dann halt eben einen Tag ohne, dass wir dabei sind. Okay, er hat tolle Arbeit geleistet. Das ist doch schön. Ausgezeichnet. Okay, dann können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mitmachen. Aber heute wird es mal alles für Weihnachten vorbereitet. Weihnachten ist ja bei uns schon rum. Was ist denn hier los? Okay. Reparieren. Das kommt weg, okay. Na gut. Müssen wir halt erstmal reparieren gehen. Ah, beim Reparieren hat er Spaß. Und danach könntest du dir mal. Na, weißt du was? Oh, verdorbenes Essen aussortieren. Festmahl kochen. Genau. Geschenke öffnen. Naja, Geschenkeberg, okay. Dekorieren, was ist das? Dekorieren, festliche Stimmung, Festtagsessen, Väterchen Frost. Ja, Kamin haben wir halt keinen. Okay. Game Streams anschauen. Nee, nee, machen wir jetzt mal nicht. So. Dann werden wir mal ein bisschen dekorieren gehen. Mach mal Deko. Ja, das sind halt jetzt die ganzen Sachen dabei. Was ist das hier? Winterkranz. Hängen wir mal dahin. Festlich dekorieren. Schauen wir mal, was wir da alles so haben. Warte mal. Achso, das war jetzt nur das. Gemälde und Poster. Schauen wir mal, was da so gibt. Hier eine Girlande mit Kieferzapfen. Die könntest du in die Küche hängen vielleicht. Genau. Was ist denn das? Efeu. Okay, da sehe ich nichts. Spiegel,
Fensterbehänge, Skulpturen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall brauchen wir einen Weihnachtsbaum. Das muss sein. Ich hoffe, den finde ich auch auf die Schnelle. Ah, Rentier. Total echte Rentiere. Stellen wir da hin. Hier. Künstliche Feiertagsfichte. Die können wir mal hinstellen. Ui, die ist groß. Stellen wir mal dahin. Ich glaube, das müsste dann an Deko auch schon genügen. Oder den normalen Weihnachtsbaum. Aber nee, ich finde die eigentlich ganz schick. Okay, schauen wir mal, ob das schon reicht. Deko hat funktioniert. Okay. Weißt du was? Dann könntest du dir mal ein Festmahl kochen. Festliches Frühstück. Wie spät ist denn jetzt? Schinkenfestmahl. Ein Fischfestmahl. Genau. Oh, und dann Teile plündern. Shigeru, was willst du denn? Unter welchen Bedingungen? Oh, schön! Unter welchen Bedingungen? Sehr schön, wir haben 2.500 Millionen bekommen. Sehr gut. Für eine Erbschaft, die gar keine war. Sehr gut, das kennt man ja. Okay, das ist doch perfekt. Dann können wir da den Müll leeren. Im Nachhinein, okay. Festliche Stimmung brauchen wir. Geschenke, warte mal. Mach mal einen Geschenkberg. Warte mal, können wir das? Geschenk. Großer Geschenkeberg. Okay. Und stellen wir da hin. Können wir da? Ja. Geschenk öffnen. Oder mal Geschenk hinzufügen. Können wir dann auch mal machen. Introvertiert. 24 Stunden keine sozialen Interaktionen. Ja gut, weil er halt gearbeitet hat. Gut, Väterchen Frost wird zu uns nicht kommen. Festtagsessen werden wir haben. Okay. Aber er wird halt leider Weihnachten. Oh! Ja toll, jetzt schmeißt es auf den Boden. Wird leider Weihnachten alleine sein. Und wirklich dekoriert ist es nicht. Also ihm ist das ja alles noch ein bisschen suspekt hier, diese Traditionen, die die Menschen haben. Und ja, für ihn ist das jetzt nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch jemanden einladen sollte. Was ist denn das? Loyale Belegschaft wegen Merkmal treu. Okay. Ich liebe Kochen. Hier wird gelebt. Leicht verschmutzten Bereich. Ach so, wegen dem Ding hier, okay. Und das ist heimisch, Grundstücksmerkmal. Okay, gut. So, dann hast du das gemacht. Dann gehst du jetzt erstmal. Das Level 7 kochen kann er schon. Oh, sehr schön. Oh, Väterchen Frost kommt doch, oder was? Oh, wie cool. Fröhlich vorstellen. Schauen wir mal. Geschenk zufügen. Aha, Geschenk zufügen. Okay, dann stelle ich mal vor. Und dann mal mehr freundlich. Achso, ne, muss erstmal da was machen. Hallo, Clemens. Nach Geschenk fragen. Schauen wir mal. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Smalltalk. Winterfeststimmung teilen. Ah, schön. Er kriegt auch was. Was können wir ihm denn schenken? Ich habe keine Ahnung, was der so haben möchte. Ja, ich weiß, ich habe sehr viele Kristalle. Weißt du was? Ich glaube, ich schenke ihm ein Zitrin. Ja, das ist lieb von dir. Was haben wir denn bekommen? Das Slablet. Oh, ein Tablet haben wir bekommen. Cool. Okay.
Lustig. Albernes Verhalten. Dröhnendes Lachen. Freundlich. Interessen. Mehr freundlich. Geschichten. Nee. Komplimente. Nee. Tiefgründige Gedanken. So, weißt du was? Du könntest jetzt mal zusammen singen. Ja, mach das mal. Mit Clemens. Okay, dann ist er doch nicht allein. Dann ist er doch nicht allein zu Weihnachten. Okay. Zusammen. Aber zu fest mal rufen. Ja, funktioniert nicht. Was kostet das Level? 1000 kostet das. Krass. Warte mal. Warte mal. Kann man irgendwie hier mehr Auswahl? Mehr Auswahl öffnen. Schau mal, geht das jetzt? Nee. Warte mal. Mach mal mehr Aktionen zur Runde hinzufügen. Geht es dann? Zusammengericht nehmen. Darfst natürlich auch mitessen, mein Freund. Okay, alles klar. Hygiene, könntest du mal duschen dann? Ah, nee, das hat funktioniert. Okay. Kommst du auch mit? Okay, genau. Da setzt euch mal hin. Der Robo ist repariert. So, du darfst natürlich mitessen, Clemens. Schön. Zusammen singen, Geschenke hinzufügen. Könnten wir dann auch machen, genau. Okay. Ein Romulaner und Väterchen Frost. Das ist ja cool. So, dann schauen wir mal. Okay, er singt. Geschenke öffnen mit Clemens. Aber er singt erstmal ein bisschen. Warte mal, du kannst dich... Nee, duschen dann auch nochmal. Level 2 Singfähigkeit, okay. Ach, er geht wieder. Da ist er weg. Ja, ein seltsames Weihnachten. Naja, auf romulanische Art eben. Was soll man machen? Okay. Die Geschenke werden geöffnet. Jawohl. Okay, aber erstmal duschen hier. So, genau. Dann geh mal schön duschen. Ja, eine ganz eigenartige Folge. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, morgen kann er jetzt wieder richtig arbeiten. Schauen wir einfach mal. Ja, vielleicht war es wirklich wegen einem Feiertag, dass er nicht in die Arbeit gegangen ist, richtig. Naja, keine Ahnung. So, wie schaut's aus mit Duschen? Warum geht das hier nicht weiter?
Man weiß es nicht. Okay, ist erledigt, oder? Gut. Dann schauen wir mal. Aber ein Slablet hat er uns geschenkt. Chima Barstub. Geschenke öffnen. Aha. Schauen wir mal. Taste? Whiffed. Antike Teekanne. Okay. Ist da noch mehr drin? Geschenk. Okay, hat er ausgefügt. Ausgeführt. Okay. Clemens plaudern. Okay, alles klar. Weißt du was? Dann gehst mal schlafen, mein Freund. Ja, das ist der seltsame Folge. Ich weiß schon. Schauen wir mal. Ja, dann werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch den Arbeitsalltag drin haben. Okay. Ja, irgendwas mit der Fest war erfolgreich. Super. Klasse. Irgendwas stimmt gerade nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Nun ja, okay. Der Computer geht an. Also irgendwas stimmt gerade nicht mit dem Spiel. Und das funktioniert auch nicht so richtig. Na, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall nochmal speichern, bevor es in die Arbeit geht. Bedürfnisse verwalten. Nee, nee, mach das mal nicht. Entdeckungsquest, keine Ahnung. Interessiert mich irgendwie nicht so wirklich. Ach so, Moment. Okay, dann kannst du aufstehen. Konzentriert. Okay, weißt du was? Da könntest du mal eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Vielleicht kriegst du noch mal also einen kleinen Bonus-Dings da zusammen. Also einen Durchbruch. Was haben wir denn hier eigentlich? Clemens. Kindisch, gut, fröhlich, sehr gut, kompatibel. Ja. Interessant. Moment, hier läuft Musik. Die können wir mal. Einschalten. Ausschalten. Ja, keine Ahnung. Irgendwie spackt es gerade so ein bisschen. Irgendwie spackt gerade das Spiel. Naja, wir werden sehen. Da kommt der Robo angeflitzt. So, und ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Okay, alles klar, es ist 6 Uhr. Gut, weißt du was? Dann könntest du noch mal ein paar Sammlungen analysieren. Okay, das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann werde ich auch mal speichern. Nee, nee, jetzt nicht mit Clemens plaudern. Neues Metall gefunden, okay. Spaß geht beim Analysieren runter, okay. Alles klar. Gut, dann werde ich jetzt mal speichern. Und wenn es ist, muss ich halt machen wir den nächsten Arbeitstag in einer neuen Folge. Aber schauen wir mal. Okay, er ist sehr konzentriert. Was machst du jetzt? My Sims Go spielen. Okay, meinetwegen. Vielleicht gibt es ja auch Durchbrüche beim Zocken. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Weißt du was? Geh mal hier jeden. Okay, Level 3. Videospielfähigkeit. Okay. So. Ja, diese Rentiere sind ein bisschen fragwürdig. Naja. So, 8:30 Uhr. Und da ist immer noch Clemens irgendwie da drin in der Schleife. So, okay, alles klar. Und dann könntest hier die Dinger ernten. Also irgendwie spackt das Spiel. So, dann warten wir mal.
Ich würde gerne mitmachen heute. Okay, warte mal, was steht es dabei? Wie 2 Stunden bis zur Arbeit? Ach so, es ist gerade erst 9. Ach so. Okay. Mach noch mal eine wissenschaftliche Abhandlung. Okay, komm. Okay, Markus Flex schreibt, dass Clemens ziemlich cool ist. Sehr verspielt. Warum bist du jetzt sehr verspielt? Ist er irgendwo gerade? Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich mach doch mal schnell hier diese Rentiere weg. Irgendwie die stören mich da. Ich weiß auch nicht, gefallen mir nicht so. Ja, gut, waren jetzt nicht sehr teuer. So, jetzt schauen wir mal. Was machst du denn da? Durch Schätzgeschenke ersetzen. Aha, du kleiner Schelm. Ui. Ja, du bist schon so einer. So, bitte, jetzt geht zur Arbeit. 1 Minute bis zur Arbeit? Ja, okay, wir können wieder mitmachen. Okay, keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Feiertag oder so. Gut, sehr schön. Okay, wunderbar. Ich nehme übrigens dieses Video, dieses Video über Aliens unterhalten. Okay, können wir gleich mal machen. Am Stück auf mit den letzten Folgen. Freundlich, warte mal, was ist denn über Aliens? Ist das tiefgründig? Nee. Geschichten? Nee. Interessen? Ist das über Aliens? Unterhalten. Über Aliens theorisieren, genau. Simray, Gedankenkontrolle verbessern, sitzen. Okay. Okay, wo haben wir denn hier? Gut, dann schauen wir mal, ob wir den verbessern können. Sitzen, okay. Klonmaschine erfinden. Was schon wieder? Wir haben doch schon eine Klonmaschine. Weißt du was? Dann wird die verkauft hier. Wenn wir die nochmal erfinden müssen. Dann gibt es heute Tag der Erfindungen. Okay, an einem Computer im Internet surfen. Alles klar. So, schauen wir mal. Jarek, wo bist du? Wo schleichst du wieder rum? Ach so, der plaudert noch mit Lilly. So, mach mal bitte deinen Phaser verbessern. Sitzen. Okay. Okay, die unterhalten sich auch. Alles klar. Okay, gut. Klonmaschine erfinden. Na, vielleicht sollte ich das gar nicht so vorausziehen. Auch diesen Dings. Naja, man kann es ja jederzeit neu machen. Schauen wir mal. Okay. Aber jetzt haben wir schön Geld bekommen. Das ist doch super. Okay. Na, wie schaut's aus? Verbesserte Simray. Sehr gut. Okay. So. Gerät erfinden. Oh ja, wir können das machen. Weißt du was? Wir erfinden erstmal dieses Wurmloch-Dings. Ein simpler Gedanken putzen lassen. Okay. Aber ich würde sagen, da er jetzt schon viel hier rumgeschraubt hat, werden wir da jetzt mal ein bisschen vorspulen. Und dann werden wir auch noch eine Klonmaschine erfinden. Genau. Das kennen wir ja jetzt alles schon. Elektroflux-Wurmloch-Generator erfunden. Wow, klasse. Gerät erfinden.
Jawohl, Klomaschine können wir auch noch machen. Warte mal. Geräte finden. Satelliten. Satellitenschüssel. Okay. Dann macht es auch noch. Das ist es mit der Satellitenschüssel. Die können wir dann zu Hause bei uns aufbauen. Okay. Gut. Stopp, 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 stopp. Moment. Erfindung von Satellitenschüssel fortsetzen. Klonmaschine erfunden. Eine Pflanze klonen. Okay. So, und? Da ist die Satellitenschüssel. Gut gemacht, Robo. Okay. Ein Glas Wasser nehmen. Das ist doch jetzt Blödsinn. Okay. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Warte mal. So. Warte mal. Wie funktioniert denn das hier? Objekt klonen. Okay, man muss hier was platzieren. Okay, weißt du was? So. Objekt klonen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, wie cool. Hoffe, hat das funktioniert. Irgendwas schiefgegangen. Was ist das? Okay, das können wir verkaufen. Objekt klonen nochmal. Nee. Okay, Moment. Warte, Erbse. Eine Pflanze. Gut, dann probier es mal mit einer Zitrone. Moment, mach das mal so. Okay. Aha. Ach, stopp, was hast du wieder gemacht? So, Objektklone. So, jetzt probier es nochmal. Ah, jetzt ist es grün. Zählt es als Pflanze? Ja, das zählt als Pflanze. Super. Halt, wo rennst du denn hin? Stopp. Nein, Zitrone mitnehmen, bitte. So, und dich ziehen wir auch. Ein Serum klonen. Stopp mal. Okay, dann brauchen wir ein Serum. Oder an einem Computer im Internet surfen kannst du mal machen. Nee, Web hier. Im Internet surfen. Warte mal. Länger bleiben. So, okay. Ein Sim putzen lassen. Mehr Auswahl. Gedankenkontrolle. Säubern. Putzen lassen, genau. Okay. Hunger hat ein bisschen. Ein Serum klonen, dann müsstest du auch noch ein Serum herstellen. Serum synthetisieren. Geisterkleber? Vorübergehend in ein. Oh, cool. Das können wir nachher dann mal machen. So, wie lange sitzt du denn noch im Internet? Gut, sehr schön. Hat er gemacht. Gut. Dann, wo ist denn da? Nee. Ah, hier ist er. Schon wieder was kaputt gemacht. So, schauen wir mal. Oh, Rempelskum.
Okay, Kristallprobe mit dem Mikroskop analysieren, alles klar. Mit dem Mikroskop haben wir hier auch. Kristallobjektträger. Okay. Warte mal. Nee, hä? Kristallprobe mit dem Mikroskop analysieren. Okay, da kannst du nochmal Teile plündern. Ein Serum klonen. Okay, weißt du was? Serum synthetisieren. Mach mal diesen Geisterglibber. Und das schmeiße ich mal für dich weg. Hier in den Müll. Kristallprobe. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Wo ist denn das Klon-Ding hier? Ich hoffe, das funktioniert. Und eventuell werden wir heute wieder mal befördert. Wir sind jetzt Ufologe aktuell. Ausgezeichnet, das schaut doch gut aus, Lilly. Okay, danke, dass du Meredith vorgestellt hast. Alles klar. Huch. Geschafft. Okay. So, mein Freund. Weglegen. Genau, leg das nochmal weg. Hast du gemacht. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert hat. Wo ist denn dieses Serum? Objekt klonen, bitte. Ah, es ist rot. Okay. Okay, wird verkauft. Mach mal weiter, bis es klappt. Ah, es ist grün. Bleib mal bitte da, Jarek. Renn doch nicht immer gleich weg. So, okay. Schwebelampe erfinden. Echt, warum? Haben wir doch schon. Gerät erfinden. Schwebelampe. Ah, das braucht gar keine Materialien. Kristallprobe am Mikroskop analysieren. Warte mal. Sammlung analysieren. Mach das mal, keine Ahnung, dann. Ein Mikroskop. Kristallobjektträger. Wie kriegt man denn das? Wie kriegt man denn einen Kristallobjektträger? Aha. Keine Ahnung. Naja, wir könnten auch noch ein Buch lesen, damit wir unser Soll heute erfüllt haben. Okay. Okay. Okay, lass den jetzt mal analysieren. Endet in einer Stunde. Okay, oh, das schaffen wir es heute nicht. Ah, Mist. Oder? Ja, gut, aber wir haben trotzdem ein gutes Pensum erreicht heute. Das passt schon. So, Teile plündern. Und dann hier Lampe fortsetzen. Okay, machen wir mal. Baut. Okay, Nox räumt auf. Okay. Nein! Wir wurden nicht befördert. Nein, ach so ein Scheiß. Naja, okay. Wahrscheinlich werden wir keine perfekte Arbeit gemacht haben. Naja, ist egal. Okay. Gut, aber wir haben einen Haufen Geld verdient. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Machen wir das heute mal so.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao und Servus.